Juhu, ihr Hübschen, wenn ihr das seht, dann haben wir schon Samstag, den 18. Aktuell Donnerstagabend bei mir, der, oh Gott, ja, 18. ist Samstag. Nein, wir haben Donnerstag, den 16. bei mir zumindest. Da ich aber das Wochenende geplant gar nicht zu Hause bin und ich euch ja versprochen habe, dass wir zumindest die Planerdeko machen. Ja, machen wir das jetzt am Donnerstag und ihr seht das dann erst am Samstag. Ich hatte dann schon mal ein bisschen angefangen hier mit diesem kleinen süßen Drachen und hier mit dieser kleinen süßen Schneefee und wir werden jetzt hier noch diese ja, ihr werdet sehen. Also ich habe da so ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise nicht vorbereitet, sondern vor und ja, wir werden das dann mal umsetzen. Und zwar werden wir uns jetzt mal dieses Heft vornehmen. Und dann gucken wir mal, was wir noch so machen. Ich habe ja alles so nebeneinander stehen und einen davon. Und was noch? Was brauchen wir noch? Was brauchen wir noch? Eine gute Frage. Ich habe hier so alles auf dem Tisch stehen. Ich habe hier so einen Tisch nebenan stehen, wo ich alles so. Ja, sagt schnell. Griffbereit hab und ja, dann passt das. Und ja, ich bin dann so ein bisschen, ja, ich sag mal ein bisschen müde und angestrengt und und es ist halt ja abends und eigentlich will ich gleich ins Bett und ich weiß noch nicht, was soll es bedeuten. So, versuchen wir es mal mit denen hier. Dann wollen wir mal loslegen. Und zwar suchen wir uns jetzt erstmal. Den passenden Sticker raus. So. Wir haben hier die Wochentage. Das brauchen wir dann nicht. Ja, wir brauchen einmal das Ding To Do. Am besten kontrastreich. Und das kleben wir uns jetzt. Ihr seht ja gar nichts. Habt das doch. Hier schön hin. So. Dann bräuchten wir den Remember auch in Blau. Und zwar hierhin. Weil ich möchte hier diese Dinge nicht wirklich benutzen. Okay, dann haben wir hier noch einmal Notes und den setzen wir uns brav hier hin und dann haben wir da noch ein. Da würde ich gerne so ein bisschen Abendroutine packen und deswegen Day Off. So, das wäre es dann auch eigentlich großartig, was das angeht, also auf dem Heft. Ja, was machen wir sonst heute? Ne, wir machen heute nur dieses bisschen Deko da und dann lasse ich euch auch schon in Ruhe, weil auch für mich war viel los und ja, dementsprechend glaube ich, es ist das Beste, wenn wir so ein bisschen Ruhe reinkriegen. Und wir sind dann auch damit wieder im Rhythmus. Es ist dann, wie gesagt, Samstag, wenn ihr das Video seht. Und ja, ich stecke auch im Moment so einiges an Energie in das Perlenstickbild. Natürlich, ich möchte das irgendwie. Ich finde es spannend, wie sich es entwickelt und. Ja, ein Update dazu wird es dann wohl Dienstag geben. Weil, einfach nur so. So, was nehmen wir denn hier? Den Daily Planner brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Puh. Also das Aussuchen von Stickern dauert bei mir immer ewig gefühlt, weil
ich irgendwie nie den Dring, den genau das habe, was ich gerade suche. Und beziehungsweise ich suche und suche und suche und suche und finde dann nicht das Passende. Und ja, das dauert dann bei mir immer. Also von daher, alles ist gut. Aber ja, was wollte ich jetzt? Ja, im Moment ist so ein bisschen hin und her schleichen und hinfahren und wieder zurückfahren. Und ja, es ist halt anstrengend. Aber gut, so ist das Leben. Dann haben wir hier so ein bisschen. Und das passt ja gar nicht. Okay, dann machen wir das dahin. So. Ja, wie gesagt, ich bin da so ein bisschen pingelig, was meine Deko-Geschichten angeht. Und das dauert immer so ein bisschen. Und ja. Und manchmal ist das eben. Ich kann halt nicht zeichnen, dementsprechend halt suche ich mir immer mal mit Stickern zu helfen. Und ja, das machen wir dann gerade. Und dementsprechend finde ich das gerade lustig, dass hier jetzt so zu tun. Das ist wie gesagt der Happy Planner und ja, irgendwie bin ich ganz happy mit dem Ding. Den nehme ich auch im Moment ehrlich gesagt ziemlich häufig zur Hand und versuche dann alles in einen Planer zu quetschen, was schwierig ist, weil ich dann doch mehrere Planer mit verschiedenen Aufgaben habe. Und ja. Dementsprechend, ja, ist das halt immer so eine Sache, welchen Planer dekoriere ich dann also mit euch? Und ja, im Moment machen wir dann halt den Happy Planner. Und ja. Es ist halt, das bin halt ich. Und ja, nicht so, ist halt einfach so. Das bin einfach ich. Und ich bin Mensch, der ein bisschen dumm im Kopf ist manchmal. Und dementsprechend sieht dann auch mein Planer aus. Also, ne? Seien wir mal ernsthaft. Ich habe dann auch mal eine Idee, dann habe ich wieder keine und dann, ach, jeder kennt das. Dieses Hin und Her in der Ideenfindung und ja, manchmal ist das schwierig. So. Einen brauchen wir noch, einen brauchen wir noch. Am besten den hier. Und dann kleben wir uns den hier oben hin und das war es auch schon. So. Und das wäre die Deko für KW4 im Happy Planner. Nichts Spektakuläres, sehr unspektakulär, minimalistisch und klein und niedlich und süß und ja, ich habe mir das jetzt so gesagt, dass ich mir hier meine To-Do-Liste aufschreibe. Was habe ich die Woche zu tun? Woran sollte ich mich unbedingt erinnern? Was für Notizen, was für eine Abendroutine haben wir? Der Fokus klar. Und dann hier die Mikroplanung, was für Termine, woran sollte ich an dem Tag denken? Für die Woche dann in Let's Go. It's never too late. Es ist für nichts zu spät. Und make today amazing. Mach jeden Tag, ja, ich sag jetzt mal besonders. Und ein kleiner V. So, und das reicht schon. Meine letzte Woche. Ich weiß gar nicht, habe ich euch die gezeigt? Habe ich euch die nicht gezeigt? Meine letzte Woche im Happy Planner war halt auch so aufgeteilt, dass ich hier To-Do hatte, hier Notes, hier Nöpf, da steht da nichts, hier Yes, mein Fokus, die Mikroplanung und dann halt so ein bisschen, ne? Und ich hatte dann nachgelegt und habe dann festgestellt, ja, das kennt ihr, das Gelayerte an Stickern und ja, so sieht es im Moment im Happy Planner aus. Und, boah. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, also von daher werden wir es jetzt so machen, dass wir uns das Bullet Journal nochmal schnappen.
Ja, Mini-Zeit, ne? Mini-Zeit ist so ein bisschen Me-Time und ja. Dann habe ich mir hier einen kleinen Divider gemacht. So ein Lesezeichen fürs Bullet Journal. Den habe ich da auch drin, da hänge ich schon mal gerne ein Sticky Note drauf. Und das ist KW4, die ist noch völlig undekoriert. Und ihr merkt schon, ich bin ein bisschen abgeschlafft, müde und ja, dementsprechend passt das. Dann nehme ich mir meine Sample-Box und guck mal kurz durch, was wir so nehmen könnten. Davon würde ich gern einen nehmen, weil ich manchmal auch zu faul bin, aufzustehen und mir dann an meine große Kiste zu gehen und mir da die Washi-Tapes rauszusuchen. Finde ich diese Sample-Box gar nicht verkehrt. Außerdem kommen die ja immer so mal in Benutzung. Ich entschuldige mich für den Schluckauf. Aber das kennt ihr ja auch schon von mir. Kein Video ohne Schluckauf. Irgendwie ist das so. Und ja. Dann, was passt denn dazu? Wie gesagt, ich habe hier so ein paar Samplechen und das, die kennt ihr auch, die habe ich euch gezeigt. Meine Samplebox von 2 Jahren Sammelleidenschaft und Leidenschaft, ja, kann man so sagen. Und dementsprechend nutze ich die dann auch schon und benutze die eigentlich auch gerne. Muss mir aber immer noch so in Erinnerung rufen, dass ich die hier stehen habe. Und dann wird die auch mal zwischengenommen und durchgeguckt und ja. Dann kann es schon mal passieren, dass eine Deko zusammenkommt, die nicht immer zusammenpasst. Und auch das ist völlig in Ordnung. Das ist eben so meins. Und nee. Damit habe ich dann auch so eine Auswahl an, ja, ich sag mal, an Tapes zusammen, die man, wo man dann schon mal was findet, wenn man denn so gar keine Idee hat. Washi-Tape rettet einfach alles. Das ist so meine Erfahrung. Was soll ich euch erzählen, Leute? Ich meine, wir sind bei Video 7 vorproduziert und ich weiß, dass es, Entschuldigung fürs Wackeln, das ist, ich weiß, dass es ein bisschen anstrengend und auch mir ist das gerade ein bisschen zu viel und ja, dementsprechend ist da so ein bisschen der Elan raus. Normalerweise würde ich da jetzt freudestreichende Rufe, wir machen eine Wochendeko, aber nee, im Moment, bin ich euch ganz ehrlich, ist so ein bisschen der Elan raus. Und es liegt auch daran, dass ich das Wochenende jetzt bei meinen Schwiegereltern bin und die sind beide krank, das hatte ich euch gar nicht erzählt. Die sind beide krank und dementsprechend müssen wir uns dann halt so ein bisschen mit drum kümmern. Und auch das wird sehr anstrengend. Also Ruhe ist die nächsten Wochen eigentlich nicht geplant. Beziehungsweise komme ich auch gar nicht groß zur Ruhe, weil immer irgendwas anderes ist und hier irgendwie gefühlt ständig ihr Telefon geht und immer irgendwas Neues ist. Und dementsprechend seid mir nicht böse, wenn ich dann nächste Woche so gar nicht poste oder wenn dann ein Video kommt, das dann irgendwie, wo der Elan fehlt. Und mir macht das Spaß immer nach wie vor, aber es ist auch im Moment ein bisschen viel, was so privat ansteht. Und ja, ich weiß nicht, die Woche Krankenhaus war ja auch in Ordnung, beziehungsweise bin ich ja sonntags dann nach Hause, weil da einiger Blödsinn gelaufen ist und dementsprechend habe ich dann auch so, ja, im Moment das Gefühl, dass ich vielleicht dringend doch mal über einen Urlaub nachdenken sollte, wobei Urlaub einfach nicht drin ist, geplant ist nichts und vielleicht sollte ich mir einfach mal 1, 2 Tage Pause gönnen, wirklich Pause und das ist halt das Problem. Ich kann halt auch einfach nicht ruhig sitzen, weil das wäre auch wieder nicht ich, ne? Ich bin so ein kleiner Hebel und dann wird dann auch mal
gesagt, ich mache Pause und dann laufe ich hier zu Hause rum oder wie auch immer und bin dann so ein bisschen, ja, unter Strom, unter Spannung und ich bin dann manchmal so ein kleiner Duracell-Hase. Und dann flitze ich dann auch mal mitten in der Nacht durch die Wohnung, suche mir irgendwelche Papiere zusammen und will unbedingt was basteln. Und dann sitze ich vor meinem Schreibtisch und denke so, nee, jetzt gehst du dann doch ins Bett, weil ich dann doch müde bin. Und am nächsten Morgen frage ich mich dann, was ich mit dem Bastelpapier wollte. Also das ist auch schon ein paar Mal passiert. Ist aber, denke ich, auch völlig in Ordnung. Und ja, so ist das dann eben. Und deswegen, ja, ich habe noch Freude am YouTube-Dreh. Und nein, ich bin halt einfach nur ein bisschen erschöpft und versuche dann auch gerade euch gerecht zu werden, wobei ich das eigentlich gar nicht muss. Und das weiß ich auch. Und, aber ja, ich bin halt einfach, ich sag mal, ein bisschen müde. Dazu kommt ja, wie gesagt, das Wetter und dazu regnet es schon wieder und nee, nicht meins. Nicht wirklich meins. Und ja, das Wetter. Dazu war es dann irgendwie 14 Grad und nee, auch nicht meins. Und dann fällt das wieder von der Temperatur und man weiß nicht, was soll man tun, was will man tun, will ich raus, will ich nicht raus. Solche Dinge halt und es ist schwierig, es ist wirklich schwierig, jetzt irgendwie den Punkt zu kriegen, wo ich sage, machen wir. Im Moment ist das eher so, ja gut, machen wir halt eben, weil es sein muss. Und die Motivationsgrenze dann auch ziemlich niedrig ist. Also, ich glaube, jeder kennt das so, diese, ich habe gerade keine Motivation. Und ja, genau so geht es mir gerade. Ich habe einfach keine Motivation. So, was habe ich vor? Also, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir lassen es jetzt einfach auf uns zukommen und gucken mal, was wir so anstellen können. Mit unserem Wochenlayout. Nennt sich ja Wochenlayout und dementsprechend gucken wir mal. Wir kleben jetzt einfach mal so ein bisschen Kreuz- und Quer-Washi-Tape in das Ding und dann gucken wir mal, dass das hübsch aussieht. Oder wir versuchen es hübsch aussehen zu lassen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber gut, ich muss damit nur eine Woche leben und alles ist easy. Das ist das Schöne am Bullet Journal. Man muss wirklich nur mit einer Deko eine Woche leben und dann kann man das wieder ändern und feststellen, ob das das war oder nicht. Und also mit der Deko bin ich gar nicht zurechtgekommen. Man sieht's. Ich habe da auch nicht viel gemacht, weil, nee. Dann doch nicht so meins. Jetzt versuchen wir es anders. Ich habe mir jetzt die Serie auf Netflix Lost in Space angeguckt und ui, schick, 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 schick. Nicht, dass ich so der Science-Fiction-Fan bin, aber die Serie hatte was. Naja gut, es sind dann Stimmen laut geworden, dass Proxima dann rumgerüppelt hat und das Alpha Centauri-System ja, wenn Proxima mit der Rüppelei fertig ist, nur noch Pulver ist. Aber was interessieren mich die schnöden Fakten, wenn es nur um eine Fantasy-Serie geht, die ich gerade ausnahmsweise mal toll finde? Ich bin nicht so der Fantasy-Science-Fiction, ist ja auch egal. Ich bin nicht so der Fan von sowas. Ich gucke kein Game of Thrones. Ja, habe ich nie gesehen, werde ich auch nicht. Vielleicht mal die eine Folge, das eine Mal, um mitreden zu können, so die erste Folge. Man ist ja dann neugierig, was soll der Hype? Und habe dann festgestellt, nee, ist nicht meins, will ich nicht, brauchen wir nicht, lassen wir. So. Und so kommt es dann, dass ich mit Science Fiction eigentlich so gar nichts am Hut habe. Aber irgendwie die Serie Lost in Space hat mich dann doch gefesselt. Gottlob, derjenige, der Netflix erfunden hat, der gehört geknutscht. Sag ich mal frech. Und ja, dementsprechend, habe ich dann abends hier gesessen, Lost in Space geguckt. Ich bin auch im Moment fertig mit der Serie. Beide Staffeln sind geguckt und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde da jetzt nicht spoilern für diejenigen, die sie noch nicht geguckt haben. Das ist eine Empfehlung wert, finde ich. Aber, ne, mal gucken.
Jetzt muss ich erstmal wieder ein Jahr warten, bis Staffel 3 rauskommt. Das ist leider Gottes immer so, dass man da immer eine gewisse Zeit warten muss, bis die neue Staffel da ist. Und dann werde ich die auch wahrscheinlich wieder suchten. Aber gut, dann werden wir uns in der Zwischenzeit anderen Dingen widmen, wie irgendwelche Disney-Filme oder. Netflix ist ja riesig. Ich habe jetzt auch angefangen, Stranger Things zu gucken. Das Problem bei Stranger Things ist, ich muss das echt gucken, wenn es hell draußen ist. Weil würde ich das im Dunkeln gucken, würde ich einen halben Herzinfarkt kriegen. Was dann auch nicht gut ist. Und dementsprechend, ja, angefangen ja, noch nicht durchgeguckt. Aber dabei. Und ansonsten sind es dann mehr so diese Zeichentrickfilme, die ich im Moment gucke, Animes. Your Name habe ich jetzt nochmal geguckt. Und ja, ich meine, das sieht jetzt nach einem richtig dicken Border aus. Eine richtig dicken Bordüre und das soll auch so. Weil es ist halt meins. Und ich finde so die Kombi gerade eigentlich richtig nett. Und nein, ich werde jetzt nicht die ganze Seite damit zu tackern, weil ich brauche noch ein bisschen Platz für Notizen und To-Dos. Und dann wäre es das eigentlich auch mit der KW4. Also mehr werde ich da auch nicht viel machen, weil durch das Washi-Tape ist es ja schon bunt. Und ja, was ich euch aber ankündigen kann, ist, dass wir Cat und ich Ende Januar tauschen wollen. Läuft auf Hochtouren, das ist in Planung. Ich bin auch schon am Packen. Immer mal wieder so ein bisschen, wenn mir was einfällt, was ich hier habe, wird dann mal zusammengepackt. Und ja, es wird lustig. Cat ist da nicht anders, ne, Liebes? Du bist da auch gerade schon fleißig dabei. Und ja, ich kann euch sagen, das wird lustig. Wir haben auch regen WhatsApp-Kontakt und quatschen auch viel. Und ja, wir sind uns auch gar nicht so ungleich. Und es wird lustig. So, ihr seht jetzt hier diese. Ne? Und dann kommt hier jetzt der das all meine Notizen. Das ist übrigens ein Bommelstift. Und einmal To-Dos. Und das wäre es dann auch für diese Kalenderwoche. Dann haben wir den Sonntag schon mal mit Lazy Days. Lazy Day. Am Samstag machen wir dann das nächste Video. Video KW5 Deko. Und ansonsten mache ich den Rest jetzt gleich offline. Und dann würde ich sagen, mit der Deko sage ich dann Tschüss, Goodbye, auf Wiedersehen. Ich werde dann gleich auch ins Bett wandern. Und vielleicht morgen unterwegs so ein bisschen Termine planen und fertig werden. Und dann wünscht mir Glück, dass das Wochenende halbwegs ruhig abläuft. Und wir eben nicht so viel Gezicke aushalten müssen. Und dann sehen wir uns aller Voraussicht nach am Dienstag, wenn nichts dazwischen kommt. Ansonsten erst am Samstag. Ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt wie ihr seid, macht euer Ding, habt einfach Spaß, lasst euch nicht provozieren und tschüss!